Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit den Neuzugängen aus dem Mai. Ganze 17 Bücher sind bei mir eingezogen. Und ich finde das diesmal überhaupt nicht schlimm, denn ich habe tatsächlich ein oder zwei Bücher mehr gelesen, als bei mir eingezogen sind. Das ist, glaube ich, der erste Monat in diesem Jahr, wo ich mehr gelesen habe als gekauft. Und das finde ich tatsächlich gar nicht schlecht. Das freut mich tatsächlich sehr. Und ich wollte zwar nicht ganz so hoch zweistellig sozusagen werden, aber es war fast klar, weil doch so einige Neuerscheinungen mit dabei waren, die ich spannend fand. Und es sind auch zwei Bücher doppelt sozusagen bei mir eingezogen und ein Buch, das nicht auf dem Sub landet, was gar nicht in die 17 einzählt. Es sind 7 echte Bücher bei mir eingezogen, es sind 5 E-Books, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen, und 5 Hörbücher bei mir eingezogen. Und ja, ich finde eine schöne Mischung, auch mal mehr digital als in echt. Und wobei ich bei den beiden Büchern, die doppelt eingezogen sind, auch nur das echte Buch sozusagen zähle, weil ja, für irgendein Format muss ich mich denn dann entscheiden. Aber wir quatschen gar nicht lange. Ihr findet alle Bücher unten in der Infobox. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr mehr Infos zu den Büchern wollt. Ein paar Bücher sind auch schon gelesen. Da findet ihr dann auch schon auf meinem Kanal die Bücherwochen. Also schaut da auch gerne vorbei, wenn ihr schon auf meine Meinung neugierig seid. Ich versuche ja bei den Neuzugängen immer so ein bisschen eher die Erwartung an das Buch noch zu formulieren, als wie ich es dann fand. Aber bei schwärmerischen Ergüssen, wie ihr sie zumindest bei mindestens einem der Bücher hier erlebt, da bleibt natürlich dann auch der Spoiler, dass es mir gefallen hat, nicht aus. Aber gut, wir starten mit dem ersten Buch und das war ja der neue Fitzek. Der erste letzte Tag ist bei mir als Hörbuch eingezogen, gesprochen von Simon Jäger. Habe ich es mir nicht nehmen lassen, es auch anzuhören. Und ich war super überrascht, dass es keinen Thriller gibt. Steht auch groß und breit auf dem Titel drauf. Es gab ja vor 2 Jahren schon sein Sachbuch, den Brief an seine Kinder, irgendwas mit Fischen auf Bäume klettern, was ich ja auch schon sehr gerne gehört habe. Damals hat er es selbst gesprochen und ich hatte ja fast erwartet, dass er das bei diesem Roadtrip auch macht, aber nein, er hat seine bekannte Stimme sprechen lassen, vorlesen lassen. Simon Jäger vertont in der Regel ja alle Fitzek-Bücher. Ich weiß von 2 Freundinnen, dass sie das verwirrend fanden, dass Simon Jäger diesmal nicht den Thriller spricht, also sondern eben etwas Humorvolles. Aber ich stelle mir bei Simon Jäger ja immer einen schmunzelnden Matt Damon vor und für mich klappt das tatsächlich ganz gut. Und so war hier die Entscheidung relativ schnell gefallen. Wir haben hier einen Roadtrip, ein junger Mann, der so ein bisschen in Trennung lebt, der aber seine Ehe retten möchte nach Berlin. Wir haben eine junge Frau, die irgendwie zu ihrer Familie zurück möchte, weil da irgendwas mit einer Operation ist. Und beide müssen sich ein Mietauto leihen. Und dann stellen sie sich irgendwie so ein bisschen die Frage, was wäre denn, wenn heute unser letzter Tag wäre? Und es ist natürlich schon so eine Roadtrip-Verbindung. Es passieren einige Dinge auf dieser Autoreise. Die beiden erzählen uns ganz viel aus ihrem Leben und auch, welche Wünsche sie haben, welche Ziele, was man machen könnte. Man fragt sich natürlich auch selbst dann beim Lesen, wie würde der eigene letzte Tag aussehen, wenn man es denn wüsste. Und hier war ich eben einfach super neugierig, was Fitzek dazu bringt. Und habe das Hören auf jeden Fall sehr genossen und hatte auf jeden Fall auch meinen Hörspaß. Dann kommt ein weiteres Lebenslese-Highlight in diesem Monat nach Mr. Parnassus hier im Vormonat. Ein Buch, bei dem ich mir jetzt auch das echte Buch geholt habe. Und zwar Das unsichtbare Leben der Eddie LaRue von V.E. Schwab, von Victoria Schwab. Ich habe ja Victoria Schwab und der V.E. Schwab jetzt bei den Farben der Magie kennengelernt und war ja wirklich mehr als begeistert. Habe jetzt auch Vicious und Wrenchful gelesen und davor allerdings schon Das unsichtbare Leben der Eddie LaRue. Denn das E-Book gab es, ich glaube, für 5 Euro Anfang des Monats, ich glaube direkt am 1. oder 2. Mai. Und das Buch jetzt in haptischer Form ist jetzt erst Ende Mai erschienen und ich bin direkt in meine Thalia, hatte es vorbestellt und habe es dann abgeholt. Und ich möchte jetzt auf jeden Fall noch am Wochenende sehr gerne die Markierungen vornehmen, die ich im E-Book gemacht habe und möchte nochmal durch das Buch blättern. Und ich werde jetzt nicht direkt einen Reread machen, obwohl ich das definitiv wollen würde, aber ich möchte meine Markierungen setzen und da ein bisschen in diesem Buch schwelgen. Also das Buch ist theoretisch 2-mal bei mir eingezogen, als E-Book und auch als echtes Buch. Das E-Book wurde gelesen. Das echte Buch ist jetzt einfach das Highlight, was im Regal steht und definitiv auch wieder gelesen wird. Ja,
Das unsichtbare Leben der Eddie LaRue. Es geht um Eddie LaRue, die aus ihrem Leben herausbrechen möchte. Ich glaube, irgendwann 1714, korrekt, in Frankreich ist, die nicht heiraten möchte, die ja reisen möchte, die Welt sehen möchte. Und eines Tages geht sie einen fatalen Deal ein und muss fortan ein Leben führen. Zwar unsterblich durch alle Zeit, auch unverwundbar, aber es erinnert sich niemand an sie. Doch eines Tages trifft sie auf jemanden, der sich erinnert, selbst wenn sie den Raum verlässt. Und was das für ein Gefühl ist, was die beiden verbindet und wie es dazu gekommen ist, das muss man hier drin lesen. Und es ist so, so, so viel mehr. Und man darf sich nicht abschrecken lassen, finde ich, dass das hier so ein großes Fantasy-Buch ist. Das ist es für mich nämlich auch nicht. Natürlich haben wir hier diesen Gedanken mit dem Teufel und diesem Deal über die Unsterblichkeit. Aber der Rest ist im Grunde eher historisch. Es ist eine Lebensgeschichte, es ist berührend und es hat mir so viel Spaß gemacht, da drin zu lesen. Ich habe auch wirklich unglaublich viele Markierungen in meinem E-Book und es hat mich so viel berührt. Es hat mich zum Nachdenken gebracht, zum Lachen, zum Weinen und es hat mich wirklich ganz tief im Innern, also sehr, sehr getroffen und berührt. Und deswegen musste das Buch jetzt einfach auch in echter haptischer Form bei mir einziehen. Und Victoria Schwab, für mich definitiv eine Neuentdeckung. Ich weiß, dass ich früher mal was von Victoria Schwab, also wenn sie Jugendbücher schreibt, dass mir das nicht so gefallen hat. Aber ich glaube, V.E. Schwab werde ich definitiv im Auge behalten. Also große Empfehlung und auch wirklich die Ausgabe. Ja, ich bin nicht der größte Fan so von diesen Klappbroschüren. Ich finde, da würde es ein normales Taschenbuch auch tun. Aber also das jetzt einfach so in der Hand zu halten und das ist ja einfach ein Highlight. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Ja, dann habe ich bei Tauschticket ein Buch ertauscht. Und zwar ein Thriller von Melanie Rabe. Einfach weil ich der Autorin jetzt nochmal die Chance geben möchte, mich nach Die Falle, die mich ja nicht so begeistern konnte, einfach nochmal zu überraschen. Und das war eine Empfehlung von 2-3 Leuten, die eben gesagt haben, wenn du Melanie Rabe nochmal lesen möchtest, dann greife zu Die Wahrheit. Und ich bin einfach super neugierig. Es ist ein Thriller. Ich bin einfach gespannt. Ich finde Melanie Rabe super sympathisch. Ich fand Kreativität toll. Ich fand ihr Buch über Lady Gaga toll. Ich mochte den Podcast, den sie gemacht hat. Und ich möchte auch einfach ihre Thriller mögen. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist das eben so. Dann wird es abgebrochen und wird weitergetauscht. Aber ich erhoffe mir hier einfach ein Buch, was mich unterhalten kann. Zudem hat es auch Christine gezogen bei der Pick My Sub Challenge, die ihr ja vielleicht gesehen habt. Und das ist ein Buch, was jetzt eben auf diesem Lesestapel dann auch noch zieht. Und es geht hier, glaube ich, um eine Frau, deren Ehemann spurlos verschwunden ist, genau. Und sie möchte ihn aber nicht für tot erklären. Und eines Tages taucht ein Fremder auf, der um jeden Preis den Platz des Verschwundenen einnehmen will. Und ein extrem nervenstrapazierender Psychothriller. Sie kennt ihn nicht, doch er weiß alles über sie. Also ich bin super neugierig, klingt spannend, wenn da einer vor einem steht, der alles weiß und man ihn nicht kennt. Mal sehen, worauf es hinausläuft. Ich freue mich drauf, das Buch zu entdecken und bin sehr, sehr, sehr gespannt. Dann ist ein E-Book bei mir eingezogen, das ich auch schon zusammen mit der lieben Becky gelesen habe. Sie hat es auch entdeckt, und zwar Fluch der sieben Seelen von Adeline Grace. Der Auftakt einer Dilogie und der zweite Teil kommt auch schon Ende Juli, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und sie ist darauf aufmerksam geworden mit dem Untertitel Throne of Glass meets Fluch der Karibik. Throne of Glass kenne ich noch nicht, aber ist Becky begeistert. Fluch der Karibik bin ich ein Fan. Und das war eine Mischung, wo wir dachten, das ist definitiv ein Buch, was uns beide anspricht. Und so haben wir uns das zugelegt und auch zusammen gelesen und wir haben es sehr, sehr gemocht. Also wirklich eine tolle Geschichte, die im Grunde tatsächlich so ein bisschen dieses auf dem Wasser sein. Also wir haben hier schon einen Piraten, einen Seemann und eben genau diese Rolle, dass wir hier Magie haben, die nicht so funktionieren darf, wie sie funktionieren soll. Nein, so funktionieren soll, wie sie darf. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie rum richtig. Und eine junge Frau, die Prinzessin ist, die das Monster der Magie in sich im Grunde kontrollieren muss, das aber nicht kann, dann gefangen genommen wird und dann aber flüchtet, um eben die anderen Inseln kennenzulernen, die andere Magie kennenzulernen. Und diese Magieformen fand ich super gemacht, das fand ich richtig, richtig toll. Hier sind wir definitiv in der Fantasy unterwegs. Und es hat mir großen Spaß gemacht. Es hätte gerne eine Spur spannender sein dürfen. Es hätte ein bisschen rasanter auch noch erzählt sein dürfen. Aber ich mochte den Humor, ich mochte diese Magiewelt. Und ich muss wirklich sagen, ich freue mich sehr, sehr auf den zweiten Teil und bin da sehr, sehr gespannt.
Dann gab es das neue Buch von Kelly Moran, Kissing in the Rain. Das ist ja die Autorin von der Redwood Love-Reihe, die ich sehr mochte, wo ich mich jetzt auf dieses Winter-Setting auch sehr freue, was im November, glaube ich, herauskommt. Und das hier ist ein Standalone, also man kann das Buch komplett alleine lesen und es ist auch ein Einzelband, was ja in diesen Romance-Geschichten eher ja, selten vorkommt, wenn ich finde. Also wenn ihr da Bücher kennt, die tatsächlich irgendwie mit einem Teil auskommen, dann gerne mal in die Kommentare, würde ich mich über Tipps sehr freuen. Kissing in the Rain spielt ja im Grunde in einer Großfamilie. Wir haben eine junge Frau, die ja gerade Job verloren hat, Wohnung und ihren Partner, alles irgendwie an einem Tag und jetzt schon weiß, dass die Hochzeit von ihrer Schwester eine Katastrophe wird, weil sie eben ohne Begleitung kommt. Sie weiß, dass ihre Familie wieder meckern wird und die sich aber selbst auch sehr gerne jammern hört. Das war dann auch so mein Problem mit der Protagonistin. Es klang nach einer sehr humorvollen Geschichte, auch mit dieser Großfamilie, die wohl angelehnt an die eigene Familie ist von Kelly Moran. Und man hat so das Gefühl, dass diese Charaktere schon ein bisschen überzeichnet sind. Also ich hoffe sehr, dass sie überzeichnet sind und nicht im wahren Leben sie tatsächlich solche Verwandtschaft hat. Also das finde ich tatsächlich, ja, es hat mir nur bedingt gefallen. Ich habe es, glaube ich, nach 40% Hörzeit abgebrochen. Ja, ich habe irgendwie gedacht, auch so dieses Friends to Lover, das ist auch sowas, was mir nicht so gut gefällt, was hier auch nicht gut erklärt rüberkam, wie sich das ergeben hat. Und irgendwann dachte ich, ach, eigentlich ist dir egal. Und ich habe dann noch gedacht, ja, hör weiter, jetzt bist du ja schon fast bei der Hälfte, aber irgendwie war mir meine Hör- und Lesezeit einfach zu schade. Ja, leider für mich ein Flop, aber ich hatte mich sehr gefreut auf die Geschichte. Dann ist mir etwas passiert in der Woche, wo hier so allerhand los war. Und zwar habe ich dann ein bisschen YouTube-Videos angeguckt, auch ein bisschen mehr. Und dann ist mir sehr oft der Pfau über den Weg gelaufen von Isael Bogdan. Unter anderem eine Empfehlung von den Bookfriends. Ich glaube, Maike hatte es gelesen und auch von meiner liebsten Buchhändlerin Kerstin Merkel. Und es soll super unterhaltsam sein, super lustig sein. Auch das Hörbuch wurde wohl empfohlen, wird von Christoph Maria Herbst gesprochen. Ich habe mich jetzt für die Taschenbuchausgabe entschieden, habe das über Tauschticket ertauscht und war scheinbar so benebelt, dass ich es schon angefordert hatte und dann nochmal angefordert habe. Und ja, es ist jetzt eingeteilt. Ich werde es zusammen mit der lieben Anka lesen. Ich habe das zweite Exemplar natürlich nach Nachfrage bei der lieben Anka ihr jetzt zugeschickt. Was will ich mit zwei Büchern? Also selbst wenn das ein Highlight ist, landet es einmal im Regal und ich freue mich, Anka eine kleine Freude gemacht zu haben und jetzt auch wieder ein Leseprojekt mit ihr zu haben. Und wie gesagt, ich habe direkt beide Bücher eingeteilt. Ich freue mich sehr drauf. Es geht irgendwie um einen heruntergekommenen Landsitz in den schottischen Highlands. Es gibt eine Londoner Investmentbankertruppe, die zum Teambuilding eben hier hinkommen und treffen dort auf einen durchgedrehten Pfau, der blau nicht sehen kann und dann rot sieht. Und es gibt eben irgendwie, dass das Geschehen jetzt in Gang gesetzt wird und es soll ein kolossales Vergnügen sein. Und ich freue mich da sehr drauf. Also ich möchte lachen, ich möchte schmunzeln, ich möchte begeistert sein und freue mich hier wirklich mega drauf. Und auch natürlich auf die sehr spontane Leserunde dann auch mit der lieben Anka. Vengeful ist dann auch bei mir eingezogen von Wee Schwab. Ich habe ja Vicious gelesen, das war ja in meinem Tauschpaket, was wir im Januar, Februar, wann ist das losgegangen? Ich glaube schon im Dezember. Auf jeden Fall war Vicious da mit drin und ich habe das gelesen und wie ich dann am Feiertag dieses Buch beendet hatte, dachte ich, holst du dir morgen in der Buchhandlung den zweiten Teil oder greifst du jetzt zum E-Book-Reader und holst dir dort den zweiten Teil. Und so habe ich das dann gemacht. Ich habe mir Vengeful geholt und habe es auch genauso verschlungen. Eine wahnsinnig gute Dilogie, auch wieder V.E. Victoria Schwab. Was ich faszinierend fand. Wir haben hier auch so eine Mischung aus Science-Fiction, Fantasy, Thriller, vielleicht so ein bisschen auch Verfolgungsjagd und wir haben Rache und es war großartig. Hat mir super gut gefallen. Es war düster, es war schnell. Wir haben verschiedene Zeitebenen. Wir haben so Superhelden mal auf einer ganz anderen Art und Weise. Denn die entstehen hier durch ein Experiment, wo man eben nur gerade so im Grunde mit dem Leben davonkommt. Und man hat dann eben Superheldenkräfte. Und gleichzeitig sind wir 10 Jahre weiter und begleiten die Charaktere und man weiß, irgendwas muss passiert sein, denn die damaligen Freunde und die dieses Experiment erfunden haben, an sich ausgeführt haben, die scheinen jetzt eben auf Rache aus zu sein und
Das war eine total tolle Kombi. Wir haben verschiedene Perspektiven, wir haben verschiedene Zeitebenen. War anfangs doch ein bisschen verwirrend und man musste konzentriert dranbleiben. Aber sobald man den Dreh raus hat und der Knoten sich auch löst, ist man wirklich mittendrin und es hat super viel Spaß gemacht. Wishes steht als Highlight im Regal. Vengeful wird einfach nur als E-Book hier bleiben. War aber richtig, richtig toll. Dann ist eingezogen das Gold der Krähen und das als Hörbuch. Ich hatte ja, ich glaube noch Ende April, dann auch das Lied der Krähen beendet und ich habe ja über das Gold der Krähen jetzt auch schon so geschwärmt, über die ganze Dialogie, auch in einem Hörgenuss von letzter Woche und schaut da einfach gerne mal vorbei. Es ist Leigh Bardugo, auch meine Autorinnenentdeckung in diesem Jahr, nach der Grisha-Reihe jetzt die Krähen-Reihe und im Juni möchten wir die King of Scars-Reihe hören, dann gesprochen von Robert Frank. Ich fand hier die Hörbücher von Frank Stieren ganz, ganz toll vertont. Eine wahnsinnig coole Gang, mit, ja, die alle so speziell sind, verschiedene Motivationen haben, die einen Auftrag haben, den schlimmsten Gangster vom bestgesichertsten Gefängnis zu befreien. Und wir sind eben auch wieder in diesem Krisha-Universum und ich fand es großartig. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Es war tiefgründig, es war humorvoll, es war so ein bisschen, ja, bissig und gleichzeitig gab es auch Liebesgeschichten und Tragik und ach, es war einfach schön. Also mir hat es großen, großen Spaß gemacht und ich freue mich sehr, weiter im Krishaverse unterwegs zu sein und ja, bin da sehr gehypt, muss ich echt sagen. Eine tolle Dialogie. Schaut gerne in den Hörgenuss. Die Playlist ist immer unten in der Infobox, wenn ihr mich da ein bisschen ausführlicher schwärmen hören wollt. Dann habe ich durch eine liebe Freundin ein letzter, erster Augenblick entdeckt von Holly Miller. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, sie hat es irgendwie auf Instagram geteilt und dann klang der Klappentext so gut und das Cover war so schön und es ist auch tatsächlich richtig schön. Und ich habe mich hier auch einfach für das Hörbuch entschieden, weil warum nicht? Ich finde, Wohlfühlromane funktionieren so für mich immer am besten. Und wir haben hier einen jungen Mann, der die Zukunft träumt von Menschen, die er liebt. Und gleichzeitig haben wir die Geschichte von einer jungen Frau, die ihre beste Freundin verloren hat, ihren Hund und das Café übernommen hat und eigentlich merkt, dass das nicht ihr Traum ist, den sie lebt, sondern eben den von ihrer Freundin. Und beide treffen dann aufeinander und es entwickelt sich so eine Freundschaft, dann werden sie Nachbarn und merken beide, dass sie sich doch irgendwie ähnlicher sind, dass sie beide sehr viel im Leben schon erlebt haben, nicht immer Schönes und sich dann natürlich auch irgendwann die Frage stellt, möchte man eigentlich wissen, was in der Zukunft passiert und ja, eigentlich möchte man es vielleicht dann doch nicht wissen, aber ja, es ist eine richtig schöne Geschichte, die mir gut gefallen hat. Es ist nicht ganz so zu diesem Highlight geworden, wie ich es mir gewünscht hätte, aber es war an den richtigen Stellen auch emotionsgeladen und war richtig schön und hat mir schon gut gefallen. Gibt es auch, glaube ich, schon die Bücherwoche? Bin mir gerade unsicher oder kommt die erst am Wochenende? Aber da könnt ihr auf jeden Fall dann auch meine Meinung dazu hören. Dann ein E-Book, über das ich irgendwie über den Verlag gestolpert bin und dann auch das E-Book als Rezensionsexemplar erhalten habe. Und zwar Rendezvous für einsame Herzen von Emily Blaine hat mich total durch das Cover angesprochen. Und dann sind wir hier auch in einem französischen Dorf, in einer kleinen Buchhandlung und es gibt ganz, ganz, ganz viel Liebe. Wir haben hier eine Buchhändlerin, die sehr viele Liebesgeschichten gelesen hat, aber noch keine so richtig selbst erlebt hat und ihr Herz gehört gebrauchten Büchern, die sie liebevoll eben auch in ihrem Buchladen mit einem Lesecafé sozusagen dekoriert, eine Chance gibt, eine zweite Chance gelesen zu werden. Und dann gibt es aber einen Wasserschaden und sie sieht so ihr Lebensprojekt, Herzensprojekt vor dem Aus. Doch dann kommt ein draufgängerischer Schauspieler, der Sozialstunden ableisten muss und beide ziehen sich trotz der Gegensätze doch sehr an und ob es da zu einem Happy End kommen kann. Ja, es hat mich sehr angesprochen. Zum einen das Französische, die Buchhandlung, auch so diese Liebe zu den Büchern und auch so ein Lebensprojekt, was da passiert, wenn das irgendwie schief geht. Und ja, ich bin sehr gespannt auf diese lockere, für mich doch eher Sommer klingende Geschichte und freue mich dann auch auf eine Reise nach Frankreich. Dann ist eingezogen als E-Book der dritte Teil von Nevermore, Leere Schatten von Jessica Townsend und ich wollte es auch direkt eigentlich schon im Mai lesen. Ich habe es mir jetzt aber ganz groß für den Juni aufgeschrieben. Mich haben ja Band 1 und 2 wirklich sehr, sehr begeistert und ich habe diese Welt wirklich sehr zu lieben gelernt und wollte mir auch eigentlich schon den ersten als Taschenbuch holen, aber es sind jetzt dann doch so ein paar andere Bücher bei mir eingezogen. Aber ja, eine Geschichte, die magisch ist, die wirklich auch so das
Kinderherz irgendwie höher schlagen lässt. Da, wirklich Magie, wie ich sie richtig schön finde. Und wir sind ja mittlerweile auch so ein bisschen in diesem Schulalltag angekommen. Und es ist einfach so eine verrückte Welt. Von den verfluchten Kindern, die ja gar nicht so verflucht sind, sondern dann eben nach Nevermore kommen, dort Aufgaben haben und dort eben auch besondere Gaben auf sie warten. Und ach, es ist so schön. Ich freue mich so auf den dritten Teil, auf Leere Schatten. Und ich glaube ja, dass Claudia auch schon den vierten, glaube ich, jetzt im Original gelesen hat. Und ich hoffe auch sehr, dass die weiteren Teile ins Deutsche kommen. Wenn nicht, muss ich wahrscheinlich einfach in Englisch weiterlesen. Aber ja, freue ich mich jetzt sehr, die im Juni zu entdecken und bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf und freue mich sehr drauf. Dann von Karen Swan als Hörbuch eingezogen, Sommerträume am Meer. Und da hat mich tatsächlich auch das Cover angelächelt. Die Idee nach Sommer, nach Reisen, nach Meer. Wir sind in Schweden, Stockholm, machen auch hier im Grunde unseren Urlaub. Wir begleiten eine Nanny, die auf drei Kinder aufpasst, bis eines Tages irgendwie ein etwas komischer Anruf kommt für ihre Chefin, also die Mutter der drei Kinder. Und dort gesagt wird, dass ihr Mann, der vor 7 Jahren ins Koma gefallen ist, jetzt wieder aufgewacht ist. Sie ist aber bereits neu verheiratet, hat mit dem Mann jetzt eben auch zwei Kinder und dann gibt es so ein paar Verwicklungen mit dem ältesten Sohn, der jetzt das erste Mal auf seinen Vater trifft, aber gleichzeitig haben wir dieses sommerliche Feeling, wir haben Charaktere, die sehr liebenswert sind, mit denen man mitfühlen kann, die sympathisch sind und so ein paar Wendungen, die ich auch spannend finde oder fand, aktuell beendet. Und ja, es war Sommerfeeling, es hatte Spannung, es war ein toller Stil und ich war total überrascht. Also ich weiß gar nicht, ob ich von Karen Swan, ich bilde mir ein, ich habe von der schon mal was Weihnachtliches, Winterliches gelesen, was ich in gar nicht so guter Erinnerung habe. Aber hier konnte ich sehr schön in diese Geschichte eintauchen und war auch als Hörbuch wirklich sehr schön. Und für mich funktionieren tatsächlich diese Form von Büchern am besten, wenn ich sie höre. Das muss man vielleicht so ein bisschen dazu sagen. Dann bin ich auch bei Tauschticket wieder über ein Buch gestolpert. Da ist eine Katze drauf. Da musste das irgendwie mit. Und zwar Das Geschenk eines Regentages von Makota Shinkai und Naruki Nagakawa. Und frag mich nicht, es war da eine Katze drauf tatsächlich. Und ich dachte, Das Geschenk eines Regentages. Also mich hat das Cover sehr, sehr fasziniert. Und ist, glaube ich, auch noch gar nicht alt. Ich glaube, das ist auch relativ neu in diesem Jahr erschienen, wenn ich mich nicht irre. Oder war es im letzten Jahr? Also es war auf jeden Fall noch nicht alt. Nee, sogar 2001 im Fischer Verlag. Und dann heißt es hier so schön, selbst in unseren einsamsten Momenten sind wir mit den Wundern der Welt verbunden. Und es geht hier um einen verregneten Frühlingstag. Dort findet Miyu einen kleinen Kater am Straßenrand und den nimmt sie auf und tauft ihn Chobi. Sie lebt allein und der Umgang mit anderen Menschen fällt ihr schwer. Doch plötzlich ist da dieser Kater oder diese Katze, die ihr die Einsamkeit so ein bisschen lindert und ihr auch Trost spendet. Doch auch für Chobi ist eben diese Begegnung die Chance auf ein neues Leben, denn schon bald streunert er durch die neue Nachbarschaft und das Leben seiner Bewohner. Und während die Menschen durch ihre Krisen des modernen Lebens taumeln, wissen ihre tierischen Gefährten instinktiv, dass das Glück manchmal einer streunenden Katze gleicht. Das klingt einfach schön. Also es klingt poetisch und es klingt schön und wir sind hier eben, vermutlich schon auch irgendwo in Asien, wenn ich mich jetzt nicht ganz irritiere. Eine zärtliche Prosa erzählen der preisgekrönte Anime-Künstler und von vier Heldinnen, die mithilfe ihrer vierbeinigen Weggefährten Trostgemeinschaft und neuen Lebensmut finden. Und aus dem Japanischen, und es sind im Grunde auch vier Geschichten. Ah, sehr schön, okay. Also, ja, ich freue mich drauf. Theoretisch würde das Buch jetzt so rufen, lies mich im Herbst, aber ich glaube, wenn es mal einen verregneten Sommertag gibt, und das kann mir bei diesem Jahr wieder Frühling war auf jeden Fall vorstellen, dann wird zu diesem Buch gegriffen und ich freue mich drauf. Also es hat mich sofort gecatcht und gefällt mir unglaublich gut. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und jetzt ein Buch, über das ich lange, lange nachgedacht habe und das erst als E-Book bei mir eingezogen ist. Und dann habe ich lange, lange überlegt, Mensch Steffi, willst du das Buch auch als Hardcover haben? Es gibt es auch als Taschenbuch, aber das Hardcover sah so schön aus. Allerdings muss man echt sagen, das Hardcover ist vergleichsweise echt teuer mit 35 Euro. Ja, erst ist das E-Book eingezogen. Und dann ist doch das Hardcover bei mir eingezogen. Von Storm Dancer, der Lotuskrieg, Band 1 von Jay Kristoff. Und ich habe im letzten Jahr so von Nevernight geschwärmt. Und auch
wenn es hier schon ein bisschen anders anmutet als die Richtung, die wir in Nevernight haben, bin ich so gespannt auf den Lotuskrieg. Es sieht, ich muss, also für 35 Euro muss ich es jetzt auch einfach mal kurz ein bisschen länger in die Kamera halten. Nicht nur, dass es ein wunderschönes Cover hat, wie ich finde, es hat einen grandiosen Buchschnitt und eigentlich lege ich darauf gar nicht so viel Wert. Aber es sieht einfach, also es ist durchgängig rot und hat hier diese Lotusblüten und es ist eine limitierte Hardcover-Edition von 1999 Exemplaren. Und ich dachte die ganze Zeit, ich will es erst lesen, ich will es erst lesen. Wenn es dir dann gefällt, holst du es dir. Und dann kam aber dieser Limited Edition-Effekt bei mir hervor, wo ich dachte, was ist, wenn du das so grandios findest und du bist dann der, der das 2000. Buch kauft. Und dann kennt man ja und weiß man ja, wie oft solche besonderen Ausgaben dann für horrende Preise verkauft werden. Und ich dachte, nein. Und dann stand ich so und habe Eddie LaRue geholt und dann dachte ich, komm, jetzt bestellst du es dir vor. Und ich habe es bei der Thalia dann jetzt abgeholt und es sieht so schön aus. Ja, es ist der Auftakt einer Trilogie. Es wird einen zweiten Teil geben, ich glaube, genau, November diesen Jahres, Kingslayer. Und dann kommt Endsinger im April des nächsten Jahres. Also hier sieht man, ich hoffe, ihr seht es ein bisschen, die beiden anderen Bände schon. Und es ist einfach wunderschön aufgemacht. Also auch wenn man dann den Schutzumschlag abnimmt, was man ja beim Lesen tun wird. Also ja, also ich verstehe wirklich, warum dieses Buch diesen Preis hat. Es kommt aus dem Grosskalt Verlag, es ist ein kleiner Verlag. Ja, ich finde es toll, dass sie ein älteres Buch von Jay Kristoff nehmen und übersetzen. Ich glaube, einfach nach dem Hype nach Nevernight war das ganz klar, dass seine alten Bücher auch übersetzt werden. Aber ich weiß gar nicht, von wann es ursprünglich ist. Ja doch, 2012. Okay. Da bin ich ja sehr gespannt, wie gut das gealtert ist. Aber ich freue mich da drauf. Also, ja, ich freue mich drauf. Es sieht so schön aus. Und wir werden es jetzt auch lesen. Das heißt, nächsten Samstag sozusagen, jetzt nicht kommenden, nächsten Samstag, werdet ihr dann meine Meinung dazu auch hören. Wir lesen es in Dreiergespann und ich bin so gespannt drauf. Ich bin so gespannt, es sieht einfach so schön aus. Aber um was geht's denn vielleicht eigentlich? Habe ich dazu schon was gesagt? Nein. Der Beginn einer fantastischen Trilogie vom Autor der Nevernight-Saga. Ein sterbendes Land. Wir sind, ich weiß noch nicht mal, um was es geht. Das ist echt erschreckend, wobei eigentlich ist das ganz gut. Ich mag ja manchmal gar nicht wissen, um was es in Büchern geht. Also es ist ein relativ langer Klappentext. Wir sind auf dem Inselreich Shima und dort droht ein ökologischer Kollaps. Einst war es reich an Sagen, reich an Traditionen, doch die maschinenverherrlichen Lotus-Gilde die Industrialisierung vorangetrieben. Nun ist der Himmel rot wie Blut, die Erde ist vergiftet und die großen Naturgeister, die in alter Zeit durch die Wildnis Shima streiften, sind für immer verschwunden. Dann haben wir der Shogun, ich hoffe, man spricht das so aus, beauftragt seine Jäger, ihm einen Donnertiger zu fangen. Eine legendäre Bestie, halb Adler, halb Tiger. Jeder nah weiß, dass Greifen seit über einem Jahrzehnt ausgestorben sind. Aber wer dem Shogun enttäuscht, bezahlt mit dem Leben dafür. Und dann treffen wir auf Yukiko, ja, Tochter des Fuchsclans. Es geht hier mit den asiatischen Namen wieder los. Was aber in der Fantasy ja ganz gut funktioniert. Diese Tochter des Fuchsclans, sie besitzt eine Gabe, die sie geheim halten muss. Die Gilde würde sie auf den Scheiterhaufen verbrennen, wüssten sie, dass Yukiko mit dem Gespür geboren wurde, als sie von der Jagdgesellschaft ihres Vaters getrennt wird. Findet sie sich in der letzten Wildnis Shimas wieder, nur in Gesellschaft eines wütenden, verkrüppelten Donnertigers. Obwohl sie sein Leben gerettet hat, ist er nicht bereit, dasselbe für sie zu tun. Und doch besteht ein starkes Band zwischen dem Mädchen und der Bestie. Oh, ich bin so gespannt. Also ich bin neugierig. Ich bin super, super neugierig. Ich freue mich darauf, womit auch die Neuerscheinung in dem Jahr, auf die ich mich wirklich mit am meisten gefreut habe, überhaupt Jay Kristoff, er hat mich mit Nevernight einfach so gecatcht. Und ich... Ach, es ist... Ja, ich glaube jetzt genug gequatscht, aber es ist, sagt mal ehrlich, also so ein Buchschnitt, also man überlegt ja dann doch fast, das Buch so ins Regal zu stellen, oder? Geht das nur mir so? Ja, und beim zweiten, das habe ich schon gesehen, ist es dann eben so grün-bläulich, der Buchschnitt. Das noch dazu. Ja, jetzt machen wir ein bisschen schneller. Und zwar ist bei mir eingezogen von Emilia Schilling, Love It Island, der erste Teil, Sommernächte. Ich kann gar nicht mehr sagen, wie ich über dieses Buch gestolpert bin. Und ich fand das Cover toll. Ich fand das Cover toll.
Dann bin ich über ein Buch gestolpert und weiß auch gar nicht mehr so richtig, wo ich das gesehen habe, habe es aber dann als E-Book vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, und zwar Love It Island, der Auftakt einer Trilogie, wenn ich das richtig weiß, Sommernächte von Emilia Schilling. Und es sieht schon in dem Pink-Rosa ziemlich kitschig aus, aber besonders cool, vor allem, dass eben die Schrift nicht einfach eine Schrift ist, sondern da dahinter sozusagen so Pflanzen nochmal in bunten Farben. Das hat mir super gefallen. Das E-Book gibt es aktuell auch nur für unter 5 Euro. Also wenn man sich dafür interessiert, ist das auf jeden Fall was, was man sich auch als E-Book anschauen kann. Und wir sind hier auf der paradiesischen Karibikinsel Love Island und wir treffen auf die Protagonistin Macy Stiles, die dort einen Job ergattert hat. Und es gibt extravagante Gäste, weiße Sandstrände und türkis blaues Meer. Ja, es klingt einfach total nach Urlaub. Und schillernde Partys mit den Reichen und Schönen. Und ja, Macy will hier neu anfangen, ihr altes Leben hinter sich lassen. Doch dann trifft sie auf den Sohn des Inselbesitzers. Und als sie den sieht, zerplatzen ihre Träume. Denn sie kennt ihn auch als attraktiven Baseballstar, dem die Frauenherzen nur so zufliegen. Und sie hat nicht so richtig vor, ihn kampflos, also die Freundin von ihm, einem Niemand zu überlassen. Und ja, es klingt natürlich schon so ein bisschen Richtung vielleicht New Adult sogar, erwachseneres New Adult. Ich hoffe auf ein Gefühl wie letztes Jahr in der Park Avenue-Reihe, also dieses Passion on Park Avenue, das war ja eine wunderbare Trilogie und ich erhoffe mir hier ein ähnliches Feeling und bin hier total neugierig und freue mich auf Juni, Juli, wenn ich dann dieses Buch auch gelesen habe. Dann habe ich mir ein Sachbuch ertauscht und zwar Willst du normal sein oder glücklich? Aufbruch in ein neues Leben und Lieben von Robert Beetz. Ich kann nicht mehr sagen, wie dieses Buch auf meine Wunschliste gekommen ist, wie es auf die Merkliste kam. Also ich kriege es nicht mehr zusammen, wo ich dieses Buch gesehen hatte. Es geht hier darum, sich für seine Einzigartigkeit zu entscheiden, dass wir eben nicht mehr am Leben vorbeileben, dass wir uns nicht gefangen in Zwängen sehen, dass wir auch nicht den Erwartungen von anderen entsprechen müssen, sondern eben unser eigenes Leben zu einem wundervollen Abenteuer machen. Und es soll ein mitreißendes Buch sein, das uns dazu ermutigt, die ausgetretenen Pfade des normalen Lebens zu verlassen und den Weg unseres Herzens zu gehen, mutig, freudig, erfolgreich und authentisch. Und ich möchte mich hier einfach mal überraschen lassen und bin sehr gespannt. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo ich es gesehen habe. Ich habe es mir leider auch nicht notiert. Aber es war dann bei Tauschticket erhältlich und da musste es dann eben einfach her. Und das letzte richtige Buch ist dann der Jane Austen Club von Karen Joy Fowler. Und da bin ich tatsächlich drüber gestolpert, weil ich auch das Cover, und das ist diesen Monat irgendwie so ein Cover, Aufmerksamkeitsmonat, weil mich das Cover so angesprochen hat mit dieser Gruppe und natürlich Jane Austen. Und das ist eine charmante Komödie über Sinn, Sinnlichkeit und die Liebe, denn es sind 5 Frauen und ein Mann, die sich 6 Monate lang treffen, um über die Romane von Jane Austen zu diskutieren. Und es sind hier aber nicht nur die verschiedenen Aspekte, die hier aufeinandertreffen, sondern auch die Sehnsüchte und Wünsche der Teilnehmer selbst. Und es soll zum Lachen sein, es soll ein wahres Lesefest sein und ich bin super gespannt. Es ist sehr dünn, perfekt für einen Sommertag im Garten, am See, wo auch immer, und ich bin neugierig. Ich mag Jane Austen Bücher und ich bin einfach super gespannt, was die Leute über Jane Austen sagen. Erhoffe mir hier ein bisschen mehr Buchclub-Feeling als beim Secret Book Club, wo ich ja bemängelt habe, dass die irgendwie kaum in diesem Buchclub unterwegs waren. Ich erhoffe mir hier, dass man tatsächlich auch mal über diese Bücher von Jane Austen so ein bisschen was hört und bin da sehr gespannt. Es wird hier immer dunkler. Das letzte Buch, dafür reicht es aber noch, ist eben ein Buch, das jetzt nicht auf dem Sub wandert, weil schon gelesen. Und zwar ist es die Hardcover-Ausgabe von der Ein Winter in Wien von Petra Hanlieb. Das ist ja die Jahreszeitenreihe, die jetzt auch im Herbst ihren Abschluss findet. Und ich hatte ja den Winter in Wien in einer Taschenbuchausgabe, die mir nicht so gefallen hat, habe die ja dann weitergetauscht und habe den Frühling und den Sommer ja im Grunde passend hier zu dieser Ausgabe jetzt auch schon im Regal stehen. Und das ist für mich definitiv eine Reihe, die ich auch im Regal haben möchte. Nicht unbedingt, weil es das absolute Highlight ist, aber es sind so Wohlfühlromane, die man eben auch in 3, 4, 5 Jahren einfach mal so in einem Stück dann wegliest, die historisch sind, die spielen ja irgendwann, fangen die an, 1910,
14, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, und wir sind in Wien unterwegs, treffen auf ein Kindermädchen, die bei Arthur Schnitzler das Arbeiten anfängt, wir treffen auf einen Buchhändler und ja, sind eben auch einfach in Wien dieser Zeit unterwegs und mir gefällt diese Reihe so, so gut und ich habe auch im Freundeskreis so geschwärmt und dann haben mich wirklich 3, 4 Freunde angesprochen und gesagt, Mensch, willst du es uns denn nicht, dann, also oder mir dann eben mal ausleihen und jetzt kann ich die Reihe auch einfach mal weitergeben und ja, lieben Freunden empfehlen und weiterreichen und ja, das mache ich durchaus auch mit ganz tollen Büchern. Ich weiß nicht, ob ich Storm der Insel so weiterreichen würde, aber ja, habe ich ertauscht, ich glaube für ein Ticket, also kann man echt nichts falsch machen, bei Tauschticket ergatter ich tatsächlich immer mal ganz tolle Bücher und ich finde es schön, dann auch am Ende alle 4 Bücher im Regal zu haben. Und das war es nun mit den Neuzugängen, ganz schön viel geschwärmt über das ein oder andere Buch, aber das gehört natürlich irgendwie dazu. Ich bin sehr happy über die Bücher, die ich habe, die ich schon gelesen habe, auf die ich mich auch wirklich gefühlt alle mega freue. Also es ist echt schlimm, aber ja, ich habe mehr Bücher im Mai gelesen als gekauft. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Freut mich wirklich sehr. Und ja, ich bin natürlich neugierig. Kennt ihr eins der Bücher, die ich euch vorgestellt habe? Welche Bücher sind bei euch eingezogen? Wann habt ihr euch das letzte Mal so auf ein Buch gefreut wie ich beim neuen Jay Kristoff? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich bin natürlich auch gespannt, ob ihr vielleicht immer mal bei Tauschticket nach Büchern sucht und auch bei gebrauchten Büchern öfter mal ein Auge irgendwie drauf werft. Lasst uns da gerne ein bisschen quatschen. Alle Infos zu den Büchern unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.